Vom Meer umgeben geht es weiter im Grapeport City in das Bay Pokémon Es muss jetzt einfach mal sein. Yeah, wir sind in Grapeport City und müssen immer noch Captain Brick finden, der sich hier irgendwo aufhalten soll. Wobei, ich weiß gar nicht, vielleicht sollte ich noch mal gucken, ob sich da jetzt mal was getan hat beim Museum. Ach, guck mal. Die Team Aqua-Leute sind nämlich nicht mehr da. Das unendliche Meer enthält alles Leben. Ozeanmuseum. Dann wollen wir mal ins Ozeanmuseum reingehen. Und hier sind ganz viele Team Aqua-Menschen. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50... Poké-Dollar. Was auch immer Dollar. Keine Ahnung. Hast du Interesse? Ja. Und ihr findet es nicht merkwürdig, dass diese ganzen blau gekleideten Leute in eurem Museum rumlaufen? Nein. Uns wurde befohlen, uns hier zu versammeln. Das taten wir, aber unser Boss, der Galgenvogel, ist nicht hier. Der Galgenvogel. Wir, Team Aqua, bestehen zum Besten für alle. Okay. Ich hatte keine 50 Dollar, da habe ich Ewigkeiten gebraucht, in der Rezeption vorbeizukommen. Und wie bist du dann da vorbeigekommen? Ja, was machst du hier? Ich? Ich bin vom Team Aqua. Du hast mich in den Boden gestampft, erinnerst du dich? Ich habe einige von euch schon in den Boden gestampft. Naja, was heißt einige? Oder war das nur der eine? Hier, das ist für dich. Vergeben und vergessen. Wie jetzt? Der gibt mir jetzt einfach so ein TM. Er ist so, oh, ich würde das nicht verzeihen, du hast mich besiegt und bla. Und oh, jetzt gebe ich dir einfach mein TM, so als Versöhnung. Ach verdammt, du hast unsere Pläne zunichte gemacht. Ich wollte als Ausgleich etwas mitgehen lassen, aber... Warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. Was? Jetzt ist er einfach verschwunden, auch gut. Wenn dieser Idiot die Sache in Metaross City nicht vermasselt hätte, wären wir jetzt nicht hier. Was ich hier lerne, kann ich für meine ruchlosen Taten gut gebrauchen. Na, wenn du meinst. Wenn ich diese ganzen Sachen an mich reißen würde, wäre ich dann reich? Könnte wahrscheinlich sein, aber wenn du das tun würdest, kriegst du ein bisschen was auf der Mütze. So, das müsste, glaube ich, Ja, ich wollte gerade sagen, das müsste Captain Brick sein. Ja, wenn du Brick suchst, der bin ich. Ah, das müssten die Stücke sein, die ich bei Mr. Trump von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Oh, ich glaube, dein Plan wird ein bisschen vereitelt von Team Aqua. Hehe, warte, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will diese Dinge sehen. Also, auf zu labern und lass die Teile rüberwachsen. Nein, ich krieg das nicht. Meinst du kannst mich aufhalten? Ein Cornivana. Cornivana ist hässlich. Etwas, es geht. Oh nein. Da will ich angreifen und die Attacke geht schon wieder daneben. Oh, was ist denn das für ein blöd? Kack. Aua. So, hast du jetzt immer noch so eine große Klappe? Uah, geschlagen von einem Kind! Nenn mich nicht Kind, ich bin alt genug, ja! Oh Mann, was für ein Desaster, der Boss wird verdammt wütend sein! Pah, du Waschlappen, ich werde das Ding schon schaukeln! Ja, du wirst das Ding schaukeln, aber voll... Oh yeah. Ein Zubat hast du anzubieten. Na, dein Zubat beeindruckt mich jetzt nicht unbedingt. Dein Zubat ist gleich Geschichte, mein Lieber. Aua, es hat mir Blut abgezogen. Du kleiner, hässlicher Vampir. Weg mit dir. Das hat sich gereimt. Ich bin so talentiert. Nein, nicht wirklich. Noch ein Carnivania. Ja, ich möchte das Pokémon bitte wechseln. Oh, zu wem wechsle ich denn?
setzen wir mal wieder Bane-Schein. Und ein Flügelschlag für dich, liebes Kanibana. Der hat gesessen und wieder gesessen hat. Wow! Au, es hat mich verletzt mit seiner Rohhaut. Aber das kratzt uns nicht, wir sind trotzdem aufgestiegen. Haha. Was? Ich habe auch verloren? Tja, du solltest dich halt nicht mit mir anlegen. Nun, wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein nerviges Kind meine Nerven nervt. Was? Nerven nervt? Oh, es kommt Big Boss. Ich habe so Angst. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten, lasst uns von einem... Achso, lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Ich bin Adrian vom Team Aqua. Kannst du mir verraten, warum du dich in die ehbaren Pläne von Team Aqua einmischt? Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Hm, du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach noch nicht verstehen. Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Das ist eine Warnung. Leb wohl! Du bist Saku. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Mich, uns, wie auch immer. Oh, fast hätte ich es vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Bitteschön. Damit wäre meine zweite Aufgabe auch erledigt. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Ja, auf Wiedersehen. Dass sie immer alle abhauen müssen. Lass mich doch nicht allein hier. Voll fies. Das geht gar nicht. Ja. Ja. Noch speichern. So, dann haben wir das jetzt also geschafft. Wo geht's denn? Wo geht's denn jetzt als nächstes hin mal? Ein Tränkchen? Nein, muss ich nicht einsetzen. Ein Tränkchen. So, dann gehe ich jetzt einfach hier nochmal in die... in den Hafen. Oder muss ich in die Werft? Blablabla. Tut mir leid. Ja, ich weiß. Warum bin ich ja überhaupt wieder reingegangen? Ich muss doch, wenn, dann muss ich zur Werft. Gucken wir einfach mal, was so abgeht, wenn was abgeht. Was geht denn ab hier? Hallo, ist jemand hier? Der Schiffsbau ist eine Kunst. Manche Dinge lassen sich auch durch Berechnungen nicht vorhersehen. Jemand, der das Meer kennt wie seine Westentasche, müsste mir helfen. Oh yeah! Tja. Ich weiß nicht, hier gibt es, glaube ich, soweit nichts mehr zu tun. Nur mich. Ja, bla 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 bla. Jetzt laber nicht da wieder rum mit deinen Gezeiten und... Ja, nee, ist klar. Wo das Wasser sauber ist, geben die Früchte eine reinliche Ernte. Und wo es eine reiche Ernte gibt, gibt es auch bald einen Markt. So entsteht und wächst eine Stadt. Hiha. So, dann werde ich jetzt mal, wo gehe ich denn jetzt mal hin? Ach, ich gehe jetzt einfach mal hier in diesen Fan-Dingsy-Bumsy-Dings. Dieses Fan-Dingsy-Bumsy-Dings. Oh, du blödes Fenster! Spring doch nicht wieder in die Aufnahme rein. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Als Vorsitzender bin ich natürlich die wichtigste Person hier. Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Keiner kann mir im Umgang mit Pokémon das Wasser reichen. Keiner. Und in jedem Wettbewerb bin ich natürlich der Sieger. Und dadurch enthalte ich auch den anderen ihr Vergnügen vor. Und deshalb beschränke ich mich darauf, die Pokémon der anderen zu beurteilen. Es ist toll zu sehen, wie andere ihre Pokémon aufziehen. Die zufriedenen Gesichter der Pokémon, die gut behandelt werden, die für sorgliche und liebevolle Art ihre Trainer
Mein Herz geht über vor Freude. Da gibt es so viel Glück. Oh je, entschuldige. Ich schwatze hier die ganze Zeit vor mich hin. Ja, das tust du in der Tat. Bitte erlaube mir einen Blick auf deine Pokémon. Wie sind sie gewachsen? Verstehe. Das ist weder gut noch schlecht. Du bist der Trainer. Streng dich bei der Aufzucht dieses Pokémons mehr an. Dürfte ich vorschlagen, ihm mehr Pokeriegel zu geben? Ich habe ihm noch keinen einzigen Pokeriegel gegeben. Meine Güte. Mögen Pokémon Items? Mein Pokémon hat sich sehr gefreut, als ich ihm Protein gegeben habe. Ja, also ist deine Frage damit doch beantwortet, oder? Ich freue mich immer, Pokémon zu sehen, die ihre Trainer lieben. Pokémon haben ein sensibles Gespür für die Gefühle ihrer Trainer. Wenn du einem Pokémon Liebe und Achtung entgegenbringst, werden die Gefühle erwidert. Sobald dein Pokémon dich liebt, komm und besuche mich nochmals. Dein Pokémon betet dich geradezu an. Für einen so mitfühlenden Trainer hat der Fanclub ein Geschenk. Eine Sanftglocke halten! Sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt habe ich versehentlich vorhin mein Mikro ausgestellt. Bin dann nur gegengekommen. Schande. Wenn ein Pokémon in einem Kampf besiegt wird, nimmt es dir das übel. Hä? Bald wird es dem Trainer weniger Vertrauen schenken. Mit anderen Worten, es wird dich nicht mehr so sehr mögen. Wow! Es ist ganz offensichtlich, dass du deine Liebe Morabell schenkst. Okay, es heißt Takuro. Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ich bin TV-Reporter und mache eine Umfrage zum Pokémon, also zum Thema Pokémon. Würdest du mir bitte ein paar einfache Fragen beantworten? Ja, wenn es sein muss. Großartig, dankeschön. Okay, los geht's. Ich brauche kurze, knappe Antworten, okay? Du kümmerst dich liebevoll um Morabell. Wenn du es mit etwas vergleichen würdest, was du magst, was wäre das? Vergleichen? Keine Ahnung. Nein, da kann ich dir nicht... Nein. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Oh, okay. Nur wenn du mir doch etwas über Pokémon erzählen willst, bin ich hier. Oh, ich kann sowas immer schlecht irgendwie auswählen. Keine Ahnung, da gibt es so viele Sachen, die man auswählen kann. Und ich kann sowas nicht vergleichen. Sorry, aber ich kann nicht. Ja. Dann gehe ich mal einfach nochmal wieder zum Strand zurück. Bisschen mit Herr Brack quatschen. Ich will nicht wieder zurückfahren, aber... Ahoi! Für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Nun, wo soll es hingehen? Okay, ich dachte, du sagst jetzt noch irgendwas. Ja, sag mir Bescheid. Ja, ich musste aber jetzt erstmal nicht irgendwie zurück nach Fausterhafen. Ich wüsste zumindest nicht, was ich da jetzt sollte. Ja, gut. Also auch gut, ne? Man setzt seine Reise einfach fort, aber Herr Brack, der bleibt weiterhin da stehen und wartet einfach. Was macht denn der da den ganzen Tag? Das würde mich mal interessieren. Egal. Ich weiß nicht, ich glaube, hier war jetzt soweit eigentlich nichts mehr. Ich weiß, dass da später noch, dass das U-Boot später noch gekapert wird von Team Aqua, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht so weit, oder? Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh dafür. Oh, wo muss ich denn jetzt? Ich hab... Nein. Ich wollte gar nicht ins Museum. Warum bin ich ins Museum gegangen? Ich gehe so... Du sollst auch drauf gehen, Mensch. Blablabla. Wo ist denn jetzt eigentlich? Sei jetzt weg. Findest du es nicht aus, als wenn das ein Schiff... Ach ja, nein, finde ich nicht. Es ist halt einfach so. Meine Güte, aus was soll man so ein Schiff sonst bauen? Ach nein, warum habe ich denn den jetzt wieder angeguckt? Labatsch. Nein, geh weg. Ich mag dich nicht. Der ist gar nicht mehr hier. Kann das sein? Wo ist denn der jetzt abgeblieben? Oh, der Schiffbau ist eine Kunst. Bla bla bla. Ja.
Wer kennt denn das Meer schon wie seine Westentasche? Ach ja. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, hier ist jetzt soweit nichts mehr zu tun. Also könnte ich doch eigentlich jetzt mal weiter meines Weges gehen, oder? Ich bin fix und fertig. Ich komme aus Malmfro City. Diese Stadt ist vielleicht groß, riesengroß. Hätte ich das gewusst, wäre ich mit dem Rad gekommen. Ja. Ach, ich setze jetzt einfach mal meine Reise fort. Gucken, ob wir nicht irgendwie noch ein paar Pokémon auftreiben können. Gute Pokémon, wohlgemerkt. Schlupplook ist jetzt... Schlupppuck ist jetzt irgendwie nicht jetzt das tollste Pokémon. Aber mal gucken. Es wird trotzdem gefangen für den Pokédex. Ja, toll. Schlaf ich erstmal ein, oder was? Komm, ein Tackle noch. Der ist für dich. Schluck fehl. Ja, Takuro ist jetzt eh eine Runde am Schlafen. Das geht gar nicht. Genug davon. Schlupplock, du bist mein. Oder auch nicht. Komm. Erst Gena und jetzt Giftwolke? Das ist nicht dein Ernst. Ach, verdammt. Bleib doch da drinne. Du Horst. Ich will nicht extra einen Meister... Meister, sag ich schon. Superwolf für dich verschwenden. Na, es geht doch. Warum nicht gleich so? Schlupppuck. Schlupppucks Körper besteht zum größten Teil aus seinem Magen. Sein Herz und sein Gehirn sind im Vergleich dazu sehr klein. Der Magen dieses Pokémons enthält Enzyme, die alles zersetzen können. Ew! Möchte ich Schlupppuck einen Namen geben? Ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll. Keine Ahnung, ich bin jetzt mal richtig kreativ. Und nenne es einfach Schluppi. Schluppi. So. Ich weiß, das war jetzt ein sehr kreativer Name. Das ist eigentlich ein doofer Name, aber keine Ahnung. Mir ist kein Name eingefallen für Schluppbock. Ich muss erstmal Takuro wieder aufwecken. Wo sind denn meine ganzen Items hier? Das erste Mal, dass ich einen Aufwecker benutzen muss. Skandal. Und ein Fritzeblitz. Fritzeblitz ist immer gut. Ich mag Fritzeblitz. Auch wenn ich finde, dass es ein... Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Hallo, Fritzeblitz. Möchtest du dich nicht meinem Team anschließen? Gott, das war ja aber ein richtig guter Volltreffer. Ah, nein, nicht meine Verteidigung senken. Böses Fritzeblitz. Ab in den Pokéball mit dir. Oh, du. Pokémon mit dir. Mist, ja, das war knapp. Du sollst da drin bleiben. Du Tofe Nuss. Komm schon. Yes. Fritzeblitz rennt so schnell, dass das menschliche Auge es nicht wahrnehmen kann. Die Reibung, die dabei entsteht, wandelt es in Elektrizität um, die es in seinem Fell speichert. Fritzeblitz, ja, ich möchte Fritzeblitz einen Namen geben. Und ich nenne dich, da fällt mir jetzt aber ein netter Name ein für dich.
Ich werde dich Freya nennen. Freya. Guten Tag. Was soll ich tun? Schnurstracks über den Radweg nach Malibu City fahren oder die andere Straße nehmen und nach Pokémon suchen? Küstenradweg. Ja, der Radweg bringt mir nichts, weil den kann ich meines Wissens nach nicht benutzen ohne Fahrrad. Tut mir leid, aber auf dem Radweg sind Fußgänger nicht gestattet. Das ist gefährlich. Bring mir ein Rad mit. Ja, war mir schon klar. Aber man kann es ja trotzdem mal versuchen. Ich brauche ein Fahrrad. Ich habe aber keins. Ja, Crappy Fort City. Wo war denn nochmal der Radladen? Es gab doch irgendwo einen Radladen. War der im Malvenfroh? Ich weiß es nicht. Oh, es ist schon zu lange her. Oh. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Leute, meine Güte. Das Spiel muss doch auch mittlerweile schon über 10 Jahre alt sein. Ja, könnte hinkommen. Mit Route 110, 103. Hallo. Ich werde überall hingehen, um meine elysischen Pokémon zu präsentieren. Was sind denn elysische Pokémon? Zeigst du mir deine elysischen Pokémon? Ein Plusle. Oh, Plusle. Hast du auch ein Minun? Plusle ist putzig. Ich mag Plusle. Und ich mag Minun. Die sind knuffig. Oh, wieso ist denn der Attacke schon wieder fehlgeschlagen? Oh no! Chaka! Zwar nicht ganz besiegt, aber... Das kommt auch noch! Oh nein! Es hält sich mit einer Beere! Das geht gar nicht! Willst du mich ärgern? Ja, du willst mich ärgern. Du wirst ein Heuler auf mich einsetzen. Dein Heuler wird dir nichts nützen, mein liebes Plusle. Ich werde dich trotzdem besiegen. Was habe ich gesagt? Oh, Takura erreicht Level 20. Sehr schön. Gesichte. Was soll ich mit Gesichte? Nein? Vielleicht? Nein? Ach, siehste, Minun hat sie auch noch. Und einmal bitte die gute Fuge einsetzen. Ach, setz doch nicht immer Heule ein. Meine Güte. Kopfnuss für dich. Kopfnuss für mich. Uhu. Kopfnuss ist jetzt nicht sehr effektiv. Aber gut, es wird schon gehen. Oh, das hat auch eine Beere. Was ist denn das für eine Verarsche? Dann eben Tackle. Oh. Ich attacke gegen dein Leben. Oh nein, Donnerwelle! Parahyke! Nein! Oh. Ach man, Fuka, du bist mir zu doof. Ich wechsle dich jetzt aus. Das ist ja nicht mit anzusehen, meine Güte. Elbe! Oi! Angriffsing! Halt die Klappe! Oh, hast du es bald mit deinem Heuler? Du willst doch nur meine Attacken nicht so effektiv machen. Jetzt setzt du schon wieder Donnerwelle ein, blöde Sau. Das geht aber gar nicht, mein liebes Minun. Nein, Minun, was machst du? Oh, ich habe dich trotzdem besiegt. Blödes Viech, ey. Schönheit reicht nicht aus. Tja. Das ging wohl in die Hose, würde ich sagen. Wo habe ich denn den Paraheiler da?
Ach, Leute. Leute, Leute. So. Ich werde jetzt... Was werde ich denn jetzt mal machen? Ich werde jetzt einfach mal Fuka an die erste Stelle setzen, damit die noch ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Drei Schritte und zwei Schritte... Was? Achso. Drei Schritte rechts und zwei Schritte nach vorne. Und du erreichst das wundersame Rätselhaus. Ach was. Ach ja, das Rätselhaus. Ich erinnere mich. Was? Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch versteckt hatte? Clever! Tja, ich hab... Das war halt reine Intuition, mein Lieber. Sehe und staune! Ich bin der größte lebende menschliche... Achso, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen! Man nennt mich Rätselmeister. Haha, freut dich kennenzulernen. Oh, du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Ah, gut. Als kleinen Zeitvertreib können wir ja einfach mal im Rätselhaus ein bisschen rumstöbern. Ja, ich möchte ihn durchgehen. Ja, das dürfte ja noch machbar sein, ja. Deine Büsche halten mich jetzt nicht auf. Oh, ich bin gerade mal erst reingekommen und du kommst an. Oh, ich habe mir den Weg zum Sieg mit dem Zerschneider, den wir gerade gelernt haben, gebannt, wie auch immer. Göre Friederike hat einen Mira-Plan. Oh, dein Mira-Plan ist zwei Level stärker als meine Fuka, aber das macht mir nichts. Oh, Lockduft. Was soll ich mit Lockduft auf Fluchtwert? Ich will ja gar nicht flüchten. Ich will dich besiegen. Oh nein. Immer diese Absorbungsattacken. Das wird dir nicht viel nützen, Mirabla. Ich werde dich so oder so besiegen. Oh, Stachelspore. Oh nein. Böse Stachelspore. Ganz böse. Oh, geh mir weg mit deinem Lockduft. Ey, du bist ätzend. Du bist voll ätzend. Oh. Debewit. So. Das war doch mal. Sipi. Warum nimmst du das so ernst? Nimm ich halt. Ich gehe jetzt einfach den Weg hier lang. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber ich gehe einfach mal hier lang. Ja. Machen wir hier auch mal Zerschneider. Hier ist zwar gar nichts, aber... Nö, hier ist nix. Nix hier. Wo es wäre eigentlich egal gewesen, wo ich lang gegangen wäre. Naja, so ganz egal wäre es jetzt nicht gewesen. Oh, meine Güte. Oh, Leute. Zickzackbriefe erhalten. Gut, ich habe immerhin ein Item bekommen. Da muss ich mich jetzt auf der anderen Seite den Weg frei schneiden. Ja, möchte ich. Thanks. Ach ja, immer wieder gefragt werden, das ist ätzend. Ja, ich möchte Zerschneider einsetzen. Meine Güte, ist das nervig. Guten Tag. Wer ist dieser Rätselmeister bloß? Keine Ahnung, das kann ich dir nicht sagen. Eneko! Dein Eneko wird dich nicht schützen, meine Liebe.
Ach, Fokus haben wir noch paralysiert. Oh, seid ihr schon beinahe wieder vergessen. Egal, ich versuche trotzdem mein mögliches. Ich habe keine Lust wieder mein. Ich weiß gar nicht. Habe ich überhaupt noch ein paar Heiler? Ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Selbst wenn nicht, ist jetzt auch nicht so tragisch. Es ist paralysiert. Ich kann nicht angreifen. Oh oh. Gerade mal noch so besiegt. Und auf Level 15 aufgestiegen. Robin. Ich möchte. Wen möchte ich denn mal einsetzen? Setz mal meinen Azumi ein. Tadam, tadam, tadam. Knilz, Knilz! Dein Knilz wird nicht lange stehen, liebe Robin. Okay. War jetzt nicht übelst effektiv, aber. Kann man einsetzen. Der Part ist schon wieder über eine halbe Stunde lang. Yay. Okay. Also ich glaube, also ist oft so. Aber mir macht das nichts. Ich hoffe, euch macht das auch nichts. Und ich möchte wenigstens jetzt noch hier in dem Rätselhaus fertig machen hier. Wenigstens das noch. Jaha, jaha. Gehöre Robin. Ja. Du Gehöre, du. Dein Meryl wird dich nicht schützen. Und noch ein Flügelschlag für dich. Für dich und für mich. Das reinste Vergnügen. So. Ich verlor ganz Gedanken verloren. Sollte das jetzt ein Wortwitz sein? Wenn ja, dann war der nicht besonders witzig. Ich fand ihn nicht so witzig. Ja, ach mein Gott, wieso muss ich denn hier jetzt so viele Büsche kaputt schneiden? Das ist ja ätzend. Ja, doch. Obwohl, ich hätte den anderen Weg nehmen müssen. Oh, nein. Man muss ja, glaube ich, nämlich von den blöden Zetteln ablesen. Diesen Rollen da. Da steht doch immer irgendwas drauf. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Passwort oder sowas. Was kann ich diese blöde Tür nicht öffnen? Daran erinnere ich mich nämlich noch. Oh, ist das ein blöder Kack. Jetzt muss ich doch noch wieder den ganzen Weg da nehmen. Und nochmal gehe ich da aber nicht rein. Vielleicht irgendwann nochmal aus Langeweile. Aber mehr nicht. Ja, dass du jetzt noch kämpfen willst, war mir klar. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Ja, ist klar, das sagst du doch nur so. Gibst du, das stimmt gar nicht. Und wieder ein Zixos. Zixos. Oh nein, ich möchte das Pokémon wechseln. Schaluppi, Schaluppi. Wie ich jetzt darauf kam, keine Ahnung, fragt mich nicht. Oh, shit. Oh. Shit auf Heuler. Shit auf Heuler. Meine Fresse. Ehrlich, du bist so doof. Oh, das war jetzt gemein mit dem Sandwirbel. Das war jetzt voll fies. Aber ich hab dich besiegt. Du Opfer. Ja, dann setzen wir halt nochmal Takuro ein. Und dann haben wir das. Ja, 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 ja. Henry, ja. Noch ein Zickzack, auch bist du langweilig. Mal ein bisschen Abwechslung ins Team bringen, mein Gutster. Ja, was? Ja, aber. Und noch ein Tackle für dich. Da. Ja, ich hab dich besiegt. Und ich hab verloren. Ja.
und findet eine Schriftrolle. Lernt den Geheimcode, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Ja, kann ich jetzt endlich raus hier, ja? Das hat mich jetzt nämlich so ein bisschen aufgehalten hier. Das hätte ja nicht sein müssen unbedingt. Ja, hat den Ritzemeister sagenhaft. Ja, er ist total sagenhaft. Das Schloss geht klickend auf. So, Ritzemeister, ich habe dein Rätselhaus hinter mich gelassen. Ah, du hast mich gefunden? Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, all die Bäume zu pflanzen. Ach, wie sind die dann so schnell gewachsen? Du bist meine Größe fast ebenbürtig. Du bist auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut. Dann hast du diese Belohnung verdient. Oh, ein Sonderbonbon. Das ist sehr nett von dir. Sonderbonbons sind immer gut. Putz dir das selbstgefällige Grinsen von der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich werde neue Tricks erfinden, die dich zu Fall bringen. Zum Grinsen hast du erst Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn ich die nächste interessante Installation fertig habe. Ja, falls ich wiederkomme. Oh, jetzt muss ich ja so einen langen, unnützen Flur lang gehen. Das ist ja voll... So. So, raus hier, raus hier. So, und mit dem erfolgreichen Durchlauf durchs Rätselhaus mache ich dann hier an dieser Stelle einen Cut. Und, naja, nicht einen Cut, eine Pause, ein Päuschen mal wieder. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder. Also Leute, macht's gut. Bye, bye.